Ich mag ja auch wirklich diese Mittelfeldposition, aber ja, auf die Seite auch war gut und bist ein bisschen mehr so frei, weißt du, du kannst auch innen gehen und so und ja, das gefällt mir auch gut. Ich habe früher in meinem Leicester-Verein auch so beim die Seite gespielt und ja, gefällt mir gut, aber ich denke, ja, Mittelfeld ist auch gut, aber ja, ich weiß nicht, was, aber ich mag beide Positionen. Natürlich, ich glaube, dass wir Meister können sein, aber ja, ist ganz schwer jetzt, warum Austria immer Sieg hat und ja, wir sollen wirklich dieses Spiel gegen Rapid gewonnen, aber ja, so fällt es. Aber ich denke, wenn du ja, beim Fußball kann es immer etwas, ja, Austria kann auch verlieren, weißt du, und dann vielleicht. Gegen uns, wir wollen wirklich gegen Austria gewinnen und wenn wir gewinnen zwei Spiele und wir haben auch zwei Spiele hinten, so ja, vielleicht, aber ich glaube immer, dass wir meistern würden. Ja, mein fußballerisches Vorbild ist Ronaldinho, weil ja, natürlich, er war ein wirklich guter Fußballspieler und in Barcelona hat er wirklich gut gemacht und wenn er spielt Fußball, hat er immer Spaß, weißt du, und das war wirklich toll zu sehen. Ja, ich denke, ist ganz gut, weißt du, wenn du hast immer Spiele, warum dann bist du, du musst immer bereit sein und ja, für nächstes Spiel und dann musst du auch ein bisschen professioneller sein, warum Regeneration ist wichtig dann und ja, warum Spiele kommen so im Mittwoch und dann Samstag. Ja, aber ich mag diese, warum das ist, was wir trainieren für. Wir trainieren für Spiele zu machen und Spiele zu gewinnen. Ich komme von Egersund, aber ich habe, wenn ich war so 16 Jahre, dann habe ich zum Stavanger, in Stavanger gewohnt. Jetzt vor 3 Jahren, aber was ich vermisst meistens ist natürlich meine Familie und auch meine Freunde. Aber ja, natürlich, so ist Fußball und ich habe zu mir selbst gesagt, wenn ich gehe aus und ja, ich wollte natürlich eine Profifußball sein, dann musst du das machen. Und aber hier habe ich auch gute Freunde und eine gute Mannschaft und ja, ich mag es. Salzburg ist eine gute Stadt und ja, richtig tolles Platz. Leider nichts. Nein. Lieblingsgegner? Ja, immer die große Spielen ist natürlich gegen Rapid und Austria und ja, ich wollte viel gerne gegen Rapid gewinnen, weil wir haben jetzt dieses Jahr gegen die gewonnen. Aber auch in Austria ist eine gute Mannschaft und immer ein gutes Derby, kannst du sagen. Und ja. Aber ich wollte wirklich gegen Rapid dieses letzte Spiel außen gewinnen. Ja, die Fans ist wirklich positiv zu haben. Und wenn sie sind hinter dir und immer, weißt du, deinen Namen singen und so, dann bist du immer ein bisschen. Weißt du, mehr konzentriert und du wolltest immer mehr machen und das ist wirklich wichtig, natürlich. Und ja, das ist, warum wir spielen Fußball, weißt du, warum die Fans magen, was sie sehen.